Herzlich willkommen heute zum Thema Wirbelgleiten oder auch im Fachjargon Spondylolisthesis genannt. Also ein Zungenbrecher, sehr schwieriges Wort. Worum geht es da? Das ist Wirbelgleiten, bedeutet sozusagen ein Wirbel gleitet oder rutscht nach vorne. Ich habe mal hier die Bausteine, also sozusagen ein Wirbel rutscht so nach vorne. Das ist mit Wirbelgleiten ganz vereinfacht gemeint. Betroffen sind davon vor allem jüngere Patienten, so im Alter zwischen 12 bis 17 Jahren, aufgrund einer chronischen Überbelastung bei einem starken Hohlkreuz. Das sind circa so 6, auf die Bevölkerung berechnet, circa 6% der Deutschen, also so 4,5 Millionen. Natürlich leiden nicht alle Patienten darunter oder nicht alle haben Schmerzen, aber trotzdem relativ viele Patienten haben so ein Wirbelgleiten. Und knapp 80-90% der Wirbelgleiten ist hier im unteren Bereich, also im lumbaren Bereich, am häufigsten ist sogar der fünfte Lendenwirbel betroffen. Worauf gehe ich ein jetzt? Erstens die Ursachen, zweitens, was sind die Symptome bei einem Wirbelgleiten, drittens die Diagnostik, also was macht man beim Arzt, und viertens wieder auch auf die Therapiemöglichkeiten, die man hat. Die Ursachen sind im Prinzip eine Kombination aus genetischen und auch mechanischen Faktoren. Ein sehr starkes Hohlkreuz, oftmals genetisch bedingt, und eine starke oder eine fehlerhafte Belastung, das quasi mechanisch bedingt. Daher sehr häufig vor allem Kinder, vor allem im Wachstumsalter, aber auch Sportler. Sportler typischerweise, die Speerwurf machen, Turnen, Delfin schwimmen, auch Volleyball spielen, also überall, wo man stark auf einmal ins Hohlkreuz geht, Ballett auch zum Beispiel. Und dann noch eine dritte Gruppe, das sind Patienten, die einen Morbus Scheuermann haben, Betroffene wissen, was ich meine, und die gehen oft kompensatorisch in so ein Hohlkreuz aufgrund dieses Morbus Scheuermanns. Das sind so im Prinzip die Hauptursachen, die zu einem Wirbelgleiten führen können. Ganz typisch ist dann immer für die Patienten der Rückenschmerz, und zwar Schmerzen im unteren Rückenbereich, also hier in diesem Bereich, da wo das Wirbelgleiten im Prinzip auch auftritt. Meist ist eine Verschlechterung der Rückenschmerzen, wenn man noch stärker ins Hohlkreuz geht, und eine Verbesserung, wenn man sich nach vorne beugt, weil dann sozusagen eine Entlastung entsteht. Und man weiß auch, dass im Prinzip aufgrund des Wirbelgleiten es zu einer Verschiebung der im Prinzip Schwerpunktachse oder Schwerpunkts nach vorne ist. Und deswegen sehr viele Patienten machen kompensatorisch, verschieben das Becken ein bisschen nach hinten, was dazu führen kann, dass es zu einer stärkeren Belastung auch der Gesäßmuskulatur kommt, der hinteren Oberschenkelmuskulatur etc. Und deswegen kann es sein, dass neben den Rückenschmerzen auch Probleme in dem Gesäß, im Oberschenkel auftreten. Ganz wichtig, je jünger das Kind ist bei einem Wirbelgleiten, desto stärker können die Symptome mit der Zeit werden. Und das ist im Prinzip deswegen auch, weil, wenn man dieses Wirbelgleiten hier sieht, sozusagen ein Wirbelkörper hier verschoben ist und dann das Kind sich noch in der Wachstumsphase beginnt, es dann ja zu einem asymmetrischen Wachstum kommt. Und das heißt, mit der Zeit verschlimmern sich immer mehr die Symptome. Ganz wichtig daher, wenn man zum einen Arzt geht oder als allererstes, was der Arzt macht in der Diagnostik, ist den Ausschluss anderer Krankheiten. Ausschluss erstens eines Bandscheibenvorfalls, einfach weil ein Bandscheibenvorfall sehr häufig ist, aber ein Bandscheibenvorfall im Vergleich dazu blitzartig einstechende Schmerzen, und auch schauen, dass es keine, ja, oft kann man das so ein bisschen vergleichen, keine Spinalkanalstenose ist, aber das tritt vor allem bei älteren Patienten auf, 65, 70 plus. Aber auch bei einer Spinalkanalstenose kommt es nämlich zu einer Verschlechterung, wenn man sich sozusagen nach hinten beugt, also bei einem stärkeren Hohlkreuz, und zu einer Verbesserung nach vorne, wie beim Wirbelgleiten. Aber der Unterschied, vor allem das Alter. Wenn man das quasi hat, dann ganz wichtig, dieser Ausschluss, natürlich das Patientengespräch zu verstehen, also seit wann bestehen die Schmerzen schon. Dann sehr wichtig die körperliche Untersuchung auch, also dass man sich den Patienten anschaut. Da sieht man ja oft schon ein sehr starkes Hohlkreuz, und man kann in sehr starken Fällen auch ein sogenanntes Sprungschanzenphänomen tasten. Sprungschanzenphänomen, wenn man sich das hier einmal anschaut, also die Wirbelsäule quasi runtergeht und dann spürt man auf einmal, wie das hier so nach vorne geht, also wie so eine Sprungschanze quasi. Und
Das ist dann auch ein, ja, kann man so schon denken, dass es dann wahrscheinlich ein Wirbegleiten ist. Ganz wichtig aber, und das macht man dann immer zum definitiven Nachweis, ist das Röntgenbild. Und im Röntgenbild kann man dann das Wirbegleiten im Prinzip nachweisen. Zur Therapie, den letzten Punkt, also das Gute dabei bei der Therapie, die meisten Patienten, die ein Wirbegleiten haben, leiden nicht darunter, haben also keine Probleme. Wenn man es im Röntgenbild nachgewiesen hat, dann sollte man prophylaktisch die Rücken- und Bauchmuskulatur kräftigen. Sport und Breitensport ist möglich und sollte man auch weiterhin machen. Und bestimmte oder manche Ärzte empfehlen auch, gegebenenfalls bei Kindern, die noch in der Wachstumsphase sind, ein jährliches MRT-Bild zu machen, immer zur Kontrolle. Wenn dann die Schmerzen aber trotzdem stärker werden und man die therapieren muss, dann sollte man einen ganzheitlichen Ansatz machen, das heißt verschiedene Maßnahmen. Dazu gehört erstens natürlich Krankengymnastik, Schmerzmedikamente, physikalische Therapie wie Elektrotherapie, gegebenenfalls aber auch Spritzen bei sehr starken Schmerzen und gegebenenfalls auch ein Korsett. Im Extremfall aber nun, das sind die wenigsten Patienten, kommen auch Operationen in Frage. Da aber wichtig, das macht man meist dann eine Wirbelsäulenversteifung, sollte man sich genau erkundigen, auch gerne eine Zweitmeinung einholen. Also zusammenfassend nochmal zum Thema Wirbelgleiten. Erstens, betroffen sind vor allem jüngere Menschen, so zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr aufgrund einer chronischen Belastung durch Hohlkreuz. Zweitens, Hauptursache ist starkes Hohlkreuz und fehlerhafte Belastung. Drittens, es kommt zu einer Verschiebung, Verkippung eines Wirbelkörpers. Im Extremfall spürt man das sogenannte Sprungschanzenphänomen. Viertens, neben Patientengespräch und klinischer Untersuchung ist entscheidend in der Diagnostik das Röntgenbild. Und fünftens, die Therapie. Glücklicherweise, die meisten Patienten mit Wirbelgleiten müssen nicht therapiert werden. Wenn aber doch, sollte man einen ganzheitlichen Ansatz durchführen. Vielen Dank. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge. Und wenn Sie Kommentare haben oder Anregungen, dann gerne auch hier direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.